Ein kleiner Hinweis, bevor es losgeht, wer den Podcast komplett ohne Werbung hören möchte, der kann ab 2 € im Monat Supporter von Ulikunde Plauscht werden und allen Folgen ganz ungestört lauschen. Alle Infos dazu gibt es auf ulikunde.com/unterstützen. Fühlt sich schon gut an, wenn du wirklich dich physisch voll austoben kannst, einfach merkst, du kommst plötzlich extrem weit. Normalerweise bist du immer so auf einen Berg und runter. Und plötzlich merkst du eigentlich, es ist viel mehr möglich, oder? Vor allem, wenn die Stimmung gut ist und er hat ein super Team und so, echt immer. Schon beeindruckend auch. Das gibt Leute, die machen dann für sich auch die Entscheidung, okay, ich publiziere nur die Sonnenseiten von der Klettertour. Das andere lasse ich mal weg und das finde ich für mich nicht stimmig. Das ist nie so auf eine lange Tour. Ein, zwei Mal schaust du nicht gut aus. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, sonst wird es für mich schon. Da hat man eine Verantwortung als Athlet. Und auch mal die Schwächen zu zeigen. Und keiner ist ein Superman. Und die Leute was lernen zu haben. Und es ist schon auch so, je schwerer alpin, je mehr gutes Filmmaterial du nach Hause bringst, desto weniger ernsthaft war die Tour. Ulikunde plauscht mit Charakteren, die Berge im Kopf haben. Ob Profi oder Amateur, ob am Fels, hinter der Kamera oder in der Luft. Was in diesem Podcast zählt, ist der Mensch und seine Geschichten. Salut zur neuen Folge. Die wird wieder von Bergzeit unterstützt. Dort kann man als Bergzeit-Club-Mitglied durch einen Einkauf oder durch Aktivitäten, zum Beispiel auf Strava, Gipfelpunkte sammeln, die einem Zugang zu exklusiven Gewinnspielen und Sonderangeboten ermöglichen. Und natürlich kann man die gesammelten Punkte auch in Wertgutscheine für den nächsten Einkauf umwandeln. Alle Infos dazu gibt es unter bergzeit.de/club-Anmeldung. Den Link gibt es auch in den Shownotes. Und jetzt zu meinem heutigen Gast. Der ist mit Haut und Haar Kletterer. Er sagt selbst, dass es noch nie eine Phase in seinem Leben gab, in der er nicht motiviert war. Wir sprechen über diesen Lebensstil, über die schönen und weniger schönen Seiten der Arbeit als Profi-Alpinist, natürlich über den Eiger und über sein letztes großes Projekt North Six, wo er gemeinsam mit Simon Gietl und mit Hilfe eines Supporter-Teams alle 6 großen Nordwände der Alpen durchklettert hat und die Distanzen dazwischen per Fahrrad zurückgelegt hat. Das war nämlich vor allem organisatorisch ein echtes Mammutprojekt. Ich wünsche euch gute Unterhaltung bei meinem Gespräch mit Roger Scheli. Servus. Hoi, Erika. Wir haben jetzt lange darüber diskutiert, ob du Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch reden darfst. Ich bin jetzt gespannt, für was du dich entscheidest. Ja, ich habe mir natürlich das auch angewohnt, mein Schweizer Hochdeutsch, wo ich jetzt spreche, wo mir schon ein bisschen was abverlangt an Konzentration. Also wenn jemand Hochdeutsch spricht, also Deutsch, passe ich mir automatisch an. Okay. Ja, also das ist jetzt mein bestes Hochdeutsch. Okay. Roger, seit ich dich auf dem Schirm habe, bist du immer nur am Klettern. Hast du auch mal Phasen, wo du nicht motiviert bist? Nein, für irgendwas zu klettern bin ich immer motiviert. Ja, schau, irgendwo ist immer gut oder Saison oder nein. Noch nie eine Phase gehabt, wo du nicht klettern wolltest? Nein, ich glaube, ich bin ja jetzt auch nicht nur am Bergsteigen oder am Eisklettern oder am Sportklettern. Und das sind ja völlig verschiedene Sachen. Also, ich meine, wenn du einfach schwere Route probierst über fast 2 Monate in Oliana, dann hast du vielleicht danach schon mal Zeit, Lust einfach wieder mal gemütlich über den Salbit Westgrat zu gehen oder im Bergeld zu klettern oder über Eis zu klettern, wo es nicht um den roten Punkt immer geht, sondern einfach um das Erlebnis auf dem Gipfel. Und das wechselt sich halt immer ab. Und wenn das eine vorbei ist, bist du das für andere wieder motiviert. Und oft auch, je länger ich etwas mache, ich habe schon eine große, sehr große Ausdauer. Und oft kann ich das eigentlich ins Endlose treiben. Also jetzt am Sportklettern, wenn ich in Form komme, ich komme auch immer mehr in Form, dann ist oft die Saison ein Projekt, eine Expedition, oder es wieder abbricht. Nein, ich habe schon beim Klettern eigentlich wenig Motivationsprobleme. Okay, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hänge 200 Mal in der gleichen Route in Oliana, wie schaffst du es da dann nicht irgendwann frustriert zu werden? Ich glaube, das ist irgendwie ein Programmierungsfehler. Nein, ich bin mit nicht der Beste zu sein und nicht Überflieger zu sein und bisschen Oldschool-Schule, du wurdest nicht auf Händen getragen, du musstest dich alleine beschäftigen und alleine auf der Alpen den ganzen Sommer verbringen bei deinem Götti.
Du konntest einfach konditionell früh schon weit leisten und oder weit gehen. Und physisch dich auszutoben oder ans Limit zu gehen, das ist irgendwie okay und fühlt sich gut an. Und weil ich auch oft gescheitert bin, also ich wollte unbedingt Skirennfahrer werden und habe ein paar Mal super gefahren und oft nicht. Also ich habe oft verloren, oder? Bin oft nicht aufs Podium gefahren und so weiter. Also das Scheitern oder nicht der Beste zu sein oder dass ich eigentlich viel dazu tun muss, das war immer von Kind auf klar. Darum habe ich auch das Scheitern, ist eigentlich lernst du mehr wie das Siegen, darum tut mir das auch nichts. Also wenn ich einen Umlenker henke, ist die Geschichte wie zu Ende. Und jetzt war einfach die Performance da, oder? Die Souveränität. Aber jedes Mal, wo du nichts zur Hälfte schaffst oder nicht mal irgendwie das Hängen verhaust oder die Atmung oder irgendwie eine Trittkombination oder irgendwie nicht den Rhythmus hast, jedes Mal machst du einen Fehler. Und jedes Mal, wenn du fällst oder schreist und eigentlich reflektierst, du lernst jedes Mal. Und das Scheitern bist du eigentlich ein besserer Kletterer, nicht das Siegen oder das Stand einhängen. Und darum suche ich mir auch, glaube ich, oft Projekte, die eigentlich nicht so leicht sind zu machen. Man hätte mir das Leben oft leichter machen können, zum Beispiel mit der Japaner-Route am Eiger, 6 Jahre zu investieren, hätte ich 3 Monate um die Welt reisen können und nach Pakistan reisen können, wo mir immer noch fehlt. Aber schlussendlich hat mich das trotzdem zu einem kompletten Bergsteiger gemacht und extrem viel gelernt. Bevor es weitergeht, möchte ich euch den zweiten Supporter dieser Folge vorstellen. Das ist Audible. Dort gibt es Hörbücher, Hörspiele und Podcasts zum Download. Ich persönlich habe dort schon seit letztem Jahr ein Abo und habe mir so zum Beispiel die Bücher von Barack Obama und Elon Musk angehört. Vor allem Letzteres kann ich übrigens definitiv empfehlen. Ersteres ist auch mega spannend und mega inspirierend, hat aber auch eine mega epische Länge. Ein anderer Charakter, der Großes geschaffen hat, ist Jochen Schweizer. Die meisten kennen wahrscheinlich seine Plattform, auf der man Gutscheine für Erlebnisse kaufen kann. Schweizer selbst war früher unter anderem Stuntman und gilt als Pionier im Bungee-Jumping. Er hat unter anderem einen Weltrekord aufgestellt für einen Sprung aus einem Helikopter an einem über 1000 Meter langen Seil. Er ist aber auch nicht nur erfolgreicher Unternehmer, sondern seit einigen Jahren auch Motivationsredner und Autor. Eines seiner Hauptthemen ist die Selbstfindung. Er ist davon überzeugt, dass jeder höher hinaus kann, als er meint, und es für jeden Menschen möglich ist, selbstbestimmter und freier zu leben, als er es gerade tut. Das hat seiner und auch meiner Meinung nach vor allem mit der passenden Geisteshaltung zu tun. Und genau darum geht es in seinem Buch, das es jetzt bei Audible zum Download gibt. Es heißt Die Begegnung und ist ein Audible Original. Es wurde also speziell für Audible eingesprochen und hochwertig produziert. Das Buch selbst ist kein Ratgeber im klassischen Sinne, sondern eine fiktive Erzählung, in der Schweizer seine persönlichen Erkenntnisse weitergibt, die er in seinem Leben so gemacht hat. Sein Ziel ist, dem Leser aufzuzeigen, wie ein Leben ohne Angst dafür in Freiheit möglich wird. Es geht also unter anderem darum zu verstehen, weshalb man so ist, wie man ist, herauszufinden, was der ganz eigene Weg eigentlich ist und wie man auf diesem Weg mit Rückschlägen und Ängsten umgeht. Das Buch Die Begegnung, eine Geschichte über den Weg zum selbstbestimmten Leben, gibt es auf Audible zum Anhören. Den Link gibt es in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit meinem Gespräch mit Roger Shelley. Was reizt dich da, so lang in Routen auszuharren? Wie gesagt, es ist immer wieder neu und du hast immer wieder zu Hause oder über den Winter trainierst du aufs Neue und du bereitest dich vor und du hast ja schon ein Ziel. Ich meine, es ist auch ein bisschen einfach, wenn man schon ein Ziel hat. Und dann ist vielleicht irgendwas Angeborenes, was auch vielleicht ich auch etwas anpassen könnte, vielleicht von Kinderstube, wenn man das angefangen hat, macht man es fertig. Ich meine, ich wollte dann unbedingt Fußball spielen und bei uns war das eine Busfahrt hin und eine Busfahrt zurück. Und das war extrem schwer, dann mal mitzumachen, aber dann hat es geheißen, irgendwann, wo ich lang genug gefragt habe, ja, aber wenn du gehst, dann gehst du an jedes Training und jeden Fußballmatch. Und ich bin dann auch ganz gut Fußball gespielt, war dann auch in der regionalen Auswahl der Zentralschweiz, bis ich dann mal mit dem Klettern einen Unfall gemacht habe. Aber es ist schon irgendwo ist man entzogen worden, was man anfängt, macht man fertig. Wenn ich ein Kind hätte, würde ich das vielleicht schon ein bisschen weniger ausgeprägt entstehen lassen beim Kind, weil es kann auch zu viel sein. Und bei dir war es nicht zu viel? Das eine oder andere Mal war sicher zu viel. Also kleine Verletzungen hat es auch beim Klettern gegeben, wo man nicht aufgehört hat. Einfach aus Dummheit, oder? Der Körper hat immer mitgemacht, er wird wohl weitermachen. Aber das ist schon so, ne? Man sollte schon auch mal was gut sein lassen können. Und meine Simon und ich die Japan-Route gemacht haben im Sommer 2003 und so viel investiert und dann ganz im Gipfelbereich eine heikle Länge, nicht mal extrem schwer
weil es einfach Steinschlag hatte und wir ausgelaugt waren, haben wir das Seil nicht mehr abgezogen. Das waren von den 40 Seillängen eine, zwei Züge, nicht Drohpunkt. Eigentlich hätte man das auch sein lassen können und das auch mal ein bisschen feiern. Und dann macht man eigentlich 6 weitere Jahre wegen 2 Zügen. Das Verhältnis stimmt dann schon nicht ganz. Würdest du es heute wieder so machen? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, weil ich klettere gerne alpin und so im Gelände wie Eiger. Schwer, frei, Kletterschuhen oder auch mixed. Und vielleicht hätte ich auch viel mehr im Himalaya gemacht, wo ich wirklich sage, ich hätte noch gerne ein paar Expeditionen gemacht in absehbarer Zeit oder auch ein paar Sachen mehr. Es sollte ja auch viel dankbarer sein, was man erlebt hat. Und wir haben alle nur ein Privileg und es ist ein Luxus, das machen zu dürfen. Und man ist gesund. Und oft denkt man, es hätte besser oder anders herausgehen können, aber man sieht ja nur einen kleinen belichteten Teil. Du siehst nie das ganze Picture. Also wenn du jetzt anstatt 6 weitere Sommer am Eiger zu verbringen, 6 Expeditionen gemacht hättest, denkst du dir, alles wäre perfekt gewesen, oder? Und du wärst jetzt der große Bergsteiger geworden im Himalaya. Na, vielleicht hätte es sich auch auf der ersten Expedition eine Spalte gehauen oder von der Wächte runter. Und ich glaube, das ist heikel, dass man immer so sich das Ganze vorstellt, wie du dir vorstellst, aber die Realität ist ja anders. Und oft zu wenig dankbar ist für das, was eigentlich geworden ist. Mit dem Privileg, das wir machen, wir gehen eigentlich nur in einer Passion nach. Das ist ja keine existenzielle Frage. Wenn du dich jetzt mit dem Roger von vor, sagen wir mal, 20 Jahren vergleichst, reicht das 25 Jahre, 20 Jahre, sowas? Also wie warst du damals drauf? Ja, ich meine, ich hatte schon eine super Energie, endlos. Und man fühlte sich auch irgendwie unverletzlich. Also Skifahren bei uns war ein großes Thema. Skigebiet aufgewachsen, konnte von unserer Haustür die Ski anziehen und an den Lift. Und dann auch das Freeriden war bei uns noch ein Thema ohne Helm. Und alles, wo Schnee liegt, kann man Skifahren. Es gab keine Angst vor Absturzgefahr. Da hatte ich auch ganz einen schlimmen Absturz mal über so Felsstufen runtergefahren, wo dann die Bindung gebrochen ist. Oder ich weiß auch gar nicht, ob es waren so 3 Sprünge hintereinander, wo ich nach dem ersten Sturz schon nicht mehr wusste, was passierte. Da hat mir das ganze Couloir nebst Steinen runtergehauen. Da hat einen riesen geschwollenen Kopf und kam dann auf den Skischulplatz und wollte Skischul geben und hatte so geschwollene Augen, dass der Skischulleiter gesagt hat, Roger, du gehst jetzt nach Hause, du verschreckst mir die Kinder. Da habe ich so ein Foto mit so geschwollenen Lippen. Und das hat beim Klettern und beim Skifahren und auf den Baum hochklettern, war das eigentlich, hat sich nie wehgetan. Also war irgendwie klar, auch wenn man runterfällt, man verhält sich schon so geschickt. Ich glaube, der springende Punkt, wo es eine Änderung gab, war dann mit 16 oder 17, 94, wo ich mal wirklich 30 Meter runtergefallen bin auf dem Boden. Beim Klettern, da waren bei uns so Türme, genau 30. Ich hatte 69 Meter Seil vom Vater auf den Geburtstag bekommen. Und mein Kollege ist da schon geklettert, der hatte nur 50 Meter Seil. Er meinte, ich nehme ihn hoch auf den Gipfel und wir seilen auf der Rückseite ab. Und ich habe mich einfach, mir hat nicht mal jemand das Fädeln gezeigt. Ich habe irgendwas gemacht, das war nicht richtig. Und habe mich einfach ausgehängt und zurückgeliehen und das Seil war lose. Und da fährst du 30 Meter oder wenn du halt von der Wand wegfährst, in steile Gröllhalde neben einem großen Block ein. Und da hatte ich nur offenen Fußgelenkbruch und einen normalen und ein paar Schrammen am Arsch und einen Wirbelfortsatz. Aber mir war schon klar, dass ich weiterklettern wollte. Ich hatte die ganzen Sommerferien endlich Zeit zum Klettern und viel abgemacht. Für mich war das Problem, wenn ich den Fuß gesehen habe, ich kann nicht mehr klettern den Sommer. Und nicht, wie viel Glück ich hatte. Aber wo ich dann realisiert habe, wie die Ärzte gesagt haben, wie ernst das ist mit Versteifung für möglich oder Infektion oder Amputation. Und eine kleine Geschichte, oder ein Kollege kam und mein Seil ausleihen wollte und den neuen Ex noch Geburtstag bekommen hatte, war das schon ein harter Moment. Und dann ein halber Stuhl oder 3-4 Monate im Rollstuhl. Aber wo ich dann am Anfang nicht mehr laufen konnte und dann wieder gelernt habe zu laufen und über so kleine Kieselsteine. Und eigentlich für mich war das Klettern alles. Also wir hatten einmal Urlaub gemacht mit meinem Vater in Zermatt, wo der Vater aufs Matterhorn ging. Er wollte auch aufs Matterhorn, durfte nicht. Und seit dem Punkt wollte ich Bergführer werden, weil ich immer gedacht habe, da kletterst du immer. Und dann konnte ich nicht direkt Bergführer machen, musste eine Ausbildung machen als Zimmermann. Und dann habe ich sofort Skilehrer und Bergführerausbildung gemacht und dachte, ich kann immer klettern. Aber vielleicht zurück zu dem Unfall. Ich glaube, ich hätte sicher mich noch stärker entwickelt, auch mit Solo-Klettern wahrscheinlich, weil ich war mit Dudi Steckdorf aufgewachsen, der hat auch schon immer so kleine Solos gemacht bei den Türmen. Aber ich glaube, mich hat das unter anderem schon auch zu dem Bergsteiger gemacht, wo das Bewusstsein, dass es brutal schnell was passieren kann und das Dankbarsein, dass man das überhaupt ausüben kann, dann nicht mehr alles auf die Spitze getrieben habe über viele Jahre.
und auch vorsichtiger geworden. Es hat schon Spuren hinterlassen. Und eigentlich erst jetzt, nach über 20 Jahren, merke ich doch, das ist richtig verarbeitet und ich bin auch motiviert und fähiger und gerne mal alleine am Berg und klettere was Kleines solo und so weiter. Und ich bin auch bewusst bereit, riskante Seillängen zu führen. Und ich weiß auch, was passieren kann. Aber ich glaube, so die ersten Jahre da mit der Bergfrühausbildung wirst du eh noch geprägt mit Sicherheit. Habe ich das schon weniger, viel weniger gepusht und vielleicht auch gut so, sonst wäre es vielleicht auch mal zu einem noch dümmeren Unfall gekommen. Ist dir irgendwie nochmal dann oder hast du irgendwann mal nochmal einen Unfall gehabt oder irgendwie einen Unfall miterlebt oder irgendwie so? Ich war ziemlich glücklich. Bin mal vor der Bergführerausbildung, vor der letzten Prüfung, wollte ich noch schnell alle drei Nordwände klettern und es war schon ein bisschen warm und bin in einen Wolkenpfeiler eingestiegen. Und es war zu warm und da habe ich ein großes Eisstück auf den Oberschenkel bekommen. Und dann hatte ich schon das Gefühl, der Oberschenkel sei in zwei Bitzen, zwei Stücke. Das war einfach alles, das Blut ist innen aufgegangen bis an den Klettergurt. Und da gab es eine innere Blutung. Das war brutal schmerzhaft. Und da wurde ich rausgeflogen. Und das war schlussendlich nicht viel, außer die innere Blutung, was sie dann nicht operieren mussten und sich selber gestoppt hat. Nein, sonst hatte ich eigentlich immer Glück. Kleinere, mal bei der Schulter was, aber sonst seit da eigentlich. Man ist mit Unfällen und Kollegen und so ist man konfrontiert. Und richtig schlimm war es nur mal im Himalaya, wo uns der Kollege und Fotograf in eine Spalte gefallen ist alleine. Daniel Ahnen, wo wir nicht mehr gefunden konnten nach mehreren Tagen, Simon und ich. Aber ich war auch nicht 1:1 da, oder? Nein, bis jetzt bin ich verschont geblieben von direkt richtig schlimmen Unfällen. Das ist auch gut so. Ja, genau. Wenn du einen Uli Steck schon ansprichst, habt ihr viel zusammen unternommen? Ja, am Anfang schon, weil er ist ja eigentlich im Nachbartal aufgewachsen. Und dann ist er auch nach Interlaken. Alle wollten nach Interlaken. Ja. Und dann war ich mit seinem besten Kollegen Markus Sief die Bergführerausbildung gemacht. Und das war schon so, halt wie Jungs in der Region sich treffen und klettern. Und habe ihm mal geholfen, an der Young Spider die Route zu eröffnen und Sportklettern. Und Alpine Erstbegehung haben wir noch gemacht in Engerhörnern. Die ist zwar nicht vollendet, das wäre noch ein offenes Projekt. Ich habe dann die Bergführerausbildung gemacht und für ihn war klar, Bergführer ist kein Thema. Er will der beste Bergsteiger werden, was es gibt. Das war schon sein Credo. Und dann hat er auch relativ schnell wirklich seine Fähigkeiten im Solo-Klettern völlig ausgebaut. Das hat mir derzeit auch wirklich nicht so getaugt. Und wenn du einen Solo-Berg steigst, bist du wahrscheinlich alleine. Und dann hat er auch völlig aufs Höhenbergsteigen gemacht, wo ich auch eigentlich sage, ich würde gerne mal hochgehen auf 8000. Aber technisch Bergsteigen tust du halt bis auf 6000 oder irgendwo bis auf 7000. Und den Rest ist dann schon wieder so wie Gleitschirmfliegen, wenn du keine Ahnung hast. Du bist einfach von großen Kräften ausgesetzt. Und alles muss man nicht ausreizen. Wie war er als Mensch? Uli war richtig ein echter, geerdeter Bergler. Ein von einer Handwerksfamilie. So einfach, unkompliziert. Handschlag, Abmachungen halten, straightforward. Extrem hart zu sich selber, extrem hart im Nehmen. Das war ein Workaholic. In der Businesswelt wäre er halt an die Geschäftsführung gegangen. Und er musste einfach überall das Maximum geben. Da war er wohl. Und Disziplin war für ihn auch. Für mich war er ein bisschen zu diszipliniert. Am Anfang konntest du mit ihm ab und zu noch ein Bier trinken. Oder auch mal. Das Klettern ist für mich nicht nur Sport und Leistung. Es ist auch sehr viel Soziales und mal feiern und so. Und das war dann für ihn irgendwann, wo er so wirklich der Beste werden wollte, kein Thema mehr. Darum hast du ihn auch nicht mehr so wirklich sozial greifen können. Konntest mal mit ihm einen Kaffee trinken oder so. Oder easy klettern, aber nach dem Klettern musste er noch rennen gehen. Der hat sich schon richtig hart gegeben, aber es war auch sein Stil. Ja, schon, die Maschine ist schon, der Begriff ist nicht so letz. Aber mit einem sehr weichen Herz und Kern, das hat man am Schluss auch gesehen, wie ihn die ganzen Zweispälte und Anklagen auch fertig gemacht haben, oder? Und meine hat eine super Frau, die Nicole. Und meine, wenn du ein schlechter Mann bist, hast du keine super Frau. Also jetzt nochmal solo, sagst du ja, du steigst auch gerne auch mal die schweren Sachen vor und die richtig gruseligen und auch schon auch mal solo und so. Hast du beim Klettern Angst? Ich hatte noch Angst, wo ich nicht wusste, was ich mache. Inzwischen habe ich extrem selten Angst, weil dann bin ich, na, gibt's eigentlich. Doch, wenn ich meine Freundin klettere und irgendwas völlig unterschätze und irgendwie keine Friends dabei habe und plötzlich bin ich Point of No Return.
Hast du dann Angst um sie oder hast du Angst vor dem Anschiss? Nein. Auch im Wald im Mello, wenn ich mit dir klettere bis 6B oder irgendwas halt bin, denke ich, ah ja, das kann ich in Route klettern auch wieder und die Toppen schaue ich auch nicht so gut an. Und wenn du da plötzlich falsch bist, wenn du auf den Platten und so weiter und mit Schlaghaken, dann ist es schon sein Rolle wieder stressig. Aber sonst ist es eigentlich so, wo ich begonnen habe zu klettern, weil bei uns die Wellenstöcke völlig in. Und man hat halt 6B im Klettergarten geklettert und hat sich dann auch in Excalibur eingestiegen und hat den einfach geführt. Und mit dem Klettern nicht stürzen ist man aufgewachsen. Und das war einem auch, irgendwann fühlte man sich da wohl. Angst, Panik war vielleicht am Anfang die Crash-Kurse im Yosemite, oder? Ich bin meiner Bergführerkollegin Marianne in Valley und mit Alex Huber war ich mal in Patagonien. 2 Jahre vorher, aber wir haben da nicht viel gesprochen. Und gesagt, ich gehe morgen Astroman. Also, aber dann nicht zu viel essen. Und ich habe noch nie in Office geklettert, oder? Und dann stehst du da in dem Harding-Slot, kannst dir ja alle Hände loslassen und schaust da hoch. Und ich so, was klettere ich? Also, weil es kommt mir nicht in den Sinn da hoch. Und dann habe ich gemerkt, okay, Friends kann ich nicht mehr viel brauchen. Habe mal alles an den Bund gehängt. Und der Marian gesagt, hey, alles cool, mach noch ein Foto. Und dann bin ich dann so ein paar Meter an die Kante. Hab gedacht, ja, dann gehe ich das einfach Biaz, wie man es bei uns macht, so Layback. Bin ich hoch, und da kam die Sonne, da hatte ich schwitzige Hände und wollte eigentlich wieder zurück. Und dann habe ich gedacht, ich kann nicht mehr zurück. Und dann habe ich gedacht, dann gehe ich rauf. Und dann war ich plötzlich halt völlig in der Kampfzone Panik. Oder? Da habe ich nur noch gefeit und geschrien, dann wirklich so am kurz vor dem Erbrechen bis zum Stand. Und der letzte Zug war wirklich so, wie du ein Projekt hast im Klettergarten bei einem Bolt. Also das war nicht 50-50, dass ich den letzten Griff habe. Und da, solche Paniken hatte ich im Yosemite oder wollte unbedingt den Monster Office Onsite klettern und mit Brina Ballerierschuhen, T-Shirt und kurzen Hosen und da keine Ahnung vom Office klettern. Das waren schon richtige Überlebenskämpfe. Aber inzwischen weiß ich auch ein bisschen mehr, was sie da erwartet bei solchen Rissen. Und seit da eigentlich auch nicht im Eis, kann ich das schon eigentlich besser einschätzen. Na, Panik ist meistens was, wenn ich in einem Gelände bin, wo ich nicht sein sollte. Im Gleitschirm fliegen könnte das höchstens passieren. Geil. Das heißt, also, wenn du jetzt da irgendwo am Eiger unterwegs bist oder so, ich meine, es gibt ja irgendwie noch ein Zwischending zwischen ich fühle mich total wohl und ich habe jetzt Panik. Also da ist ja auch irgendwo noch so ein so eine Anspannung oder Angst oder Furcht. Ja, Angst ist anhaltend. Angst ist schon, Roger, hey, du drehst jetzt auch mal. Das ist ja, wir checken ja 10% und alles andere ist unbewusst. Wenn man das auch nicht hört, auf das nicht hört, wird man auch nicht alt. Wenn ich jetzt eine schwere Route einsteige, wie eine Harlin oder Metanoia oder die Japaner-Route, da sind die exponierteren Längen mit schlechten Absicherungen schon eine Nervosität in Darmgegend und jetzt kommt der Fokus. Ist auch gut, das ganze System wird hochgefahren. Aber das ist ja auch genau das Schöne, du stellst dich an der Herausforderung. Und oft, wenn du reingehst, das ist ja nicht so eine Sache, du musst einfach ready sein, reinzugehen. Und dann musst du Schritt für Schritt und Tritt für Tritt und am Eiger kletterst du schon auch mal weg vom splittrigen Fels mit zweifelhafter Absicherung, aber dann bist du so ein bisschen im Moment und angekommen mit dem Berg und dem Felsen. Und das stimmt jetzt, das Risiko einzugehen. Und wenn du nicht in den Flow zukommst, dann lässt du halt einen anderen Bergsteiger vorsteigen und das heißt ab. Und das sind aber auch dann die geilsten Momente, wenn du wirklich merkst, eigentlich ist das schon committed und stürzen ist kein Thema, aber wenn du die Nerven behältst und du machst jetzt Tritt für Tritt und bist ja auch extrem ausdauernd, also ich kann mich auch extrem lange festhalten in dem Gelände, kann auch mal einen Schritt zurück. Mit all den Absicherungsmöglichkeiten, wo ich über die Jahre, mein Schlimmste war, lasse ich einen Pickel zurück und hänge eine Echse ein oder einen Päcker hängen und da bist du schon sehr kreativ. Also du kannst ja mit sehr viel Internet, wenn du viel selber abgesichert hast, ist ja nicht so, dass du da 20 Meter irgendwo ins Nichts kletterst. Also, und du wirst natürlich oft auch relativ, wird auch zeitaufwendig. Ich meine, es gibt schon Jungs, die klettern einfach mal drauf los, Runout. Aber ich habe auch sehr viel mit Robert Jasper geklettert und so. Und dann habe ich auch viel gelernt, dass der klettert sehr überlegt und nicht einfach mal schnell zum nächsten Stand. Das ist wirklich, braucht dann oft auch Zeit. Aber wenn du so das Handwerk lernst, kannst du schon viel heikle Stellen auch absichern. Auch wenn nicht immer alles hält. Aber meine, es hilft. Ich meine, das ist schon für den Kopf extrem wichtig, ob irgendwas bremst oder ob du jetzt da halb zu Tode stürzt. Das heißt, du kommst auch in Routen wie am Eiger in den Flow? Ich komme an den großen Routen bis jetzt
völlig in den Flow, ja. Ja. Also jetzt schwere Länge unter dem in der Harlin-Fels zu klettern. Plötzlich bin ich ja wirklich voll im Moment. Und oft bist du auch schon am zweiten, dritten Tag drin. Das meine ich mit dem Bergsteigen. Du kommst so, du wirst so eins mit dem Berg. Du bist nicht mehr auf dem Handy, du bist bei der Sache. Du hast ja schon so viele Klettermeter gemacht. Das graust dich auch nicht mehr, weil du hast dich an das gewöhnt. Am Eiger, am Sphinxpfeiler, dann 6 Jahre später, die Länge habe ich wirklich souverän geklettert. Da hast du gemerkt, die Unterarme werden ein bisschen gepumpt und die Absicherung ist zweifelhaft. Aber du hast schon den zweiten Tag geklettert und es passt jetzt einfach. Oder auch den ganzen oberen Teil von der Metanoia, bist du plötzlich im Flow und du kletterst über die heiklen Platten weg mit schlechter Absicherung. Es passt dann. Das passt nicht jeden Tag. Aber plötzlich hast du den Flow. Du fühlst dich gut und sicher. Bist du dann innerhalb oder außerhalb der Komfortzone? Ja, das ist der Flow. Für mich ist das wirklich der Flow, das Einssein, der Momentsein. Dass es stimmig ist. Die Komfortzone interpretiere ich mehr, wenn ich jetzt noch nicht eingeklettert bin und komme plötzlich beim Aufwärmen an eine Stelle, die ist völlig so. Normalerweise kletterst du ja so, wenn du die Hände noch gut hast, kannst du langsam die Füße lernen einzusetzen. Und es braucht ein bisschen, dass die Füße richtig mitarbeiten. Und du kommst plötzlich an eine Verschneidung, wo der Finger nicht reinpasst, du musst völlig super in die Verschneidung stehen. Da musst du lernen zu klettern. Und da musst du dich von der Komfortzone, Free Solo, wie ich es sagen will, plötzlich so ins Unsichere übergeben. Also von der Komfortzone aus der Komfortzone. Beim Sportklettern ist das schon viel mehr, dass man sich komfortabel fühlt. Aber wenn man dann irgendwo ins Limit geht oder technisch super klettern will, muss man abgeben, dass es sich sicher anfühlt und sich in dem wohlfühlen. Und im Alpinen ist es schon nicht so, dass ich mich so weit rauslehnen muss. Es kommt mehr so harmonisch. Es kommt zu mir. Und ich muss mich nicht 5-mal am Tag anstrengen, dass ich wieder die Zone aus der Komfortzone komme. Du bist ja unten am Stand, hängst um, bist an der Sonne oder auf dem Platz. Und plötzlich musst du wieder so den Schalter rumkriegen, um dich wieder in das Gelände zu verfassen, wo sich nicht komfortabel anfühlen oder auch kämpfen musst. Und Bergsteigen ist für mich eigentlich nie mit Kämpfen. Aber Sportklettern, da kämpfe ich schon ab und zu, ja. Auch ab und zu mit der Brechstange. Sogenannte 3M-Methode. Murks macht's möglich. Was heißt das, dass deine Technik dann nachlässt und du alles nur noch mit den Armen machst? Oder? Ja, ich habe halt leider oder zum Glück einen sehr kräftigen Kletterstil. Ja. Reicht auch nicht überall, aber meine so Schulter bin extrem kräftig. Und da gibt schon Leute, die stehen da besser hin und haben andere Lösungen. Und wenn ich dann mal nicht so geduldig bin, dann kann ich bis in gewissen Schwierigkeit schon gerade einfach mal durchmurksen und durchblockieren. Wo man auch mit der Hälfte der Kraft möglich gewesen wäre. Ja, wer hat, der hat. Aber es hat funktioniert. Also wenn ich jetzt so dich, ich habe das vorher auch schon gesagt, dass du für mich immer on the road bist. Du, jetzt gerade eben hast du noch North 6 gemacht, dann warst du plötzlich in Kalymnos, jetzt sitzt du wieder hier. Du führst, zumindest wirkt es so, ein Leben auf der Straße, also on the road, immer irgendwie beim Reisen. Ist das so oder wirkt es nur so? Doch, ich habe die letzten Jahre schon wirklich sehr wenig Zeit an einem fixen Ort verbracht. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich meine, irgendwo ist halt immer was zu machen. Und ich bin auch jetzt in der glücklichen Lage, um das professionell zu machen. Und ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass es irgendwann vorbei ist, aber ich meine, jetzt habe ich die Energie und auch die Möglichkeiten. Jetzt bin ich zwar in einer coolen, festen Beziehung, das gibt mir auch mehr Fixpunkt, aber vorher war das auch nicht der Fall. Und ich habe keine Familie und meine, ich muss für niemand Geld verdienen. Ich lebe jetzt und ich lebe das auch wirklich aus. Also 2-3 Mal ist es auch ein bisschen zu viel oder zu anstrengend. Vor allem vielleicht auch als Athlet ist es halt schon so, dass du ein cooles Projekt machst, solltest du das auch mal gut aufarbeiten. Das braucht Bürozeit und wenn du wieder am nächsten Projekt bist oder am Klettern auf Griechenland, dann hast du den Kopf nicht mehr da und dann geht auch viel verloren. Also eigentlich klettere ich schon ein Stück zu viel unterwegs, um eigentlich einen super Athletenjob zu machen. Aber ich glaube, ich habe schon das Richtige gemacht, um wirklich auch sehr viel zu sehen und sehr viel zu klettern und sehr viele coole Leute getroffen und das taugt mir schon voll. Ist es das Traumleben, von dem man sich das immer so vorstellt? Weil du vorher auch gesagt hast, man stellt sich es immer so toll vor. Ist es wirklich so toll oder hat es auch Schattenseiten? Es ist wirklich das Traumleben. Das Einzige ist, als Athlet, als Vorzeigeathlet in der Schweiz jetzt mal, mit den Partnern, du musst schon auch eine gute Arbeit zurückgeben, eine proaktive, oder? In Bildersprache, Interviewsprache, Social-Media-Sprache, Texte.
E-Mails querbeet. Und wenn du dann nicht der Effizienteste bist und das nicht voll deine Leidenschaft ist, auch 3 oder 4 Tage mal in der Woche nebst dem Training am Computer zu sitzen, ist das nicht der Traumjob, ist das nicht mein Traumjob, nein. Mein Traumjob wäre, wenn es jemand für mich macht oder wenn es viel weniger Büroarbeit gäbe. Aber das ist heute nicht mehr die Realität und dann wäre es ein Jammern auf einem hohen Niveau. Und was hast du da für andere Möglichkeiten? Meine, als Bergführer kannst du nicht so viel cool klettern und so gut trainieren. Dann hast du vielleicht mal ganz coole Gäste, aber dann hast du auch wieder uncoole Gäste. Also irgendwas ist ja immer. Nein, ich habe auch junge Kletterer in der Halle, die kommen und sagen, oh, du hast einen coolen Job, das habe ich auch mit 16 gedacht. Als Bergführer kannst du nur mal klettern. Oder wo ich zuerst mal in Patagonien war mit Steff und mit Alex, ich dachte, wow, cool, er klettert nur, oder? Also, ja, vielleicht gibt er mal einen Vortrag, aber... Aber eigentlich ist das schon viel Schreibarbeit und viel Sitz. Nein, ich sage auch Junge, die irgendwo den Weg einschlagen wollen und so weiter, du musst dir bereit sein, die Passion muss stimmen, du musst dir auch bereit sein, eine dickere Haut aufzulegen, weil es gibt auch Kritik, weil du bist öffentlich und öffentlich angreifbar, es gibt auch Neider. Und du musst natürlich schon wissen, jetzt rein zum Schwerklettern oder für eine schwere Expedition machen, pro Jahr musst du nicht Profi werden. Also für richtig schwer zu klettern, also am besten 60% Job oder 50% und wohnst am richtigen Ort und hast coole Ideen vom Training und deine Projekte und dann kletterst du schwerer wie einer, der nur klettern muss, bin überzeugt. Oder sicher im Fels, ich weiß nicht, wie das olympiamäßig funktioniert, aber für 9A zu klettern oder 9A Plus ist es besten, du hast einen 50% Job. Warum hat Babs hier noch immer ihren 30% Job? Weil sie mal eine Trainingsstruktur hat und zu Hause sein muss und auch wieder das Feuer fängt, die Motivation, oder? Und so nie einen Rhythmus zu haben und nie die Struktur und alles selber entscheiden, Wetter, Logistik, Team, Sponsoren, Filmer, Kollegen, das wird ab und zu schon auch anstrengend, das ist schon so. Darum sind auch nicht alle so viel unterwegs oder wenn sie älter werden, sind sie auch nicht mehr ganz so viel unterwegs. Das braucht Energie. Spürst du einen Druck, dass du leisten musst als Profi-Alpinist? Nein, für ihn nicht. Ich spüre, dass ich ab und zu mir selber einen Druck mache, wo nicht nötig wäre. Und das ist so die Gelassenheit, wo ich arbeite. Und jeder, man muss sein Bestes geben, jeden Tag, aber man sollte ja sicher nicht stressen lassen. Und alle meine Partner und Sponsoren, die sind eigentlich so happy mit dem, was ich mache. Also La Sportiva, Petzl, Expert, die sind froh, bin ich Athlet und bin ihr Aushängeschild und wenn ich gesund nach Hause komme und klar, wenn ich jetzt 2 Jahre nichts leiste und man hat ein Sponsoring-Gespräch, man muss ja nicht romantisch sein, wahrscheinlich läuft das auch nicht weiter. Aber ich habe ja eigentlich so viel geklettert und von vielen Sachen gar nichts machen können, also publizieren können oder den Sponsoren bringen können. Ja, also für ein richtig guter Athlet zu sein, solltest du 2 gute Projekte machen und die auch richtig gut verarbeiten und nicht 12 Projekte und 1 oder 1,5 kommunizieren. Kannst du Ruhe geben? Ob ich Ruhe geben kann? Doch, ich kann schon Ruhe geben. Immer besser, oder? Auch sie auch jünger, weniger, aber ich glaube, das ist auch das coole Älterwerden. Ja. Und das ist auch schön, also meine, so eine innere Ruhe zu haben und die muss, an der muss man ja selber auch arbeiten. Ich meine, es ist nicht jeder, der älter wird, hat eine innere Ruhe. Aber man kann auch darauf achten. Und sich trotzdem nicht stressen lassen oder genießen, was man erreicht hat oder mal jetzt geglungen ist mit dem Nord-6-Projekt. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich auch mal Ruhe gibt, wo ich sicher oft zu wenig gemacht habe. Nur wenn du dir richtig Ruhe gibst, hast du ja auch wieder Möglichkeiten, für richtig hochzufahren. Okay, investigative Frage. Was hast du nach dem Nord-6 oder Nord-6-Projekt gemacht? Ja, was habe ich gemacht? Ich wollte wieder mal Sportklettern. Ich habe das Sportklettern so vermisst. So viel geradelt das Jahr. Und ich war Sportklettern und dann hatte meine Freundin 4 Tage Urlaub. Und ich habe gesagt, bevor ich auf Patagonien gehe und dann Februar zurückkomme und hier ist im Engadin bis Mai ist Winter, ich würde schon noch gehen, jetzt mal nach Kalymnos gehen, wenn es warm ist, die Sonne zu tanken. Und da hat sie mich geschickt und da war ich 7 Tage klettern auf Kalymnos. Fast Food Climbing. Du bist jedes Jahr dort, oder? Ich war vor Corona jedes Jahr einmal bis einmal da. Es ist wirklich so ein kleines Zuhause geworden. Ich kenne auch 2, 3 Leute super. Kostas vom Sofrano hat mich jetzt zum Hochzeit eingeladen. Und es ist wirklich so, komm da an und habe noch keine Unterkunft, ruf ihn an. Und dann habe ich eine Unterkunft. Und hab mein Seil unten. Und nein, das ist wirklich gut. Mal Sonne tanken und so keine Bewegung. Das müde machen ist auch die endlose Bewegung, also Autofahren und so. Und ich finde das Schönste, an einem Ort zu sein, wo du eigentlich zu Fuß klettern gehen kannst.
das ist für mich wirklich Erholung. Wie in Seeus, hochlaufen, runterlaufen und auf dem Camping. Oder in Kalymnos laufen oder mit dem Rad. Aber wenn du dann immer wieder vom, auch von zu Hause mal, auch schon in Interlaken, wird nicht das recht hohe Qualität, wenn du wegfahren musst. Ins Auto steigen nimmt immer eine Qualität. Das ist ein Luxus, aber ich merke einen großen Unterschied. Das heißt, du bist alleine nach Kalymnos geflogen? Ich bin allein nach Kalymnos geflogen. Ja. Stört dich diese Einsamkeit, die mit diesem Lebensstil irgendwie auch ein Stück weit einhergeht? Diese Einsamkeit stört mich zum Teil, wenn ich, oder hat mich gestört, jetzt ist das ja nicht mehr so, bin hier mit meiner Freundin zusammen und sie arbeitet ja jeden oder 5 Tage in der Woche. Also wenn ich nach einer großen Tour nach Hause komme, ist auch jemand zu Hause oder ich bin zu Hause, wenn sie vom Arbeiten kommt. Das ist für mich schon viel wert. Und das On-the-Road-Sein ist eigentlich einfach. Da hast du immer Leute, die klettern. Und ich bin auch gerne mal alleine und kann auch die Ruhe alleine gut aushalten. Was ist mehr, wenn du das Leben eigentlich mit niemandem teilst? Also wenn dich jemand, wenn es auch neben dem Klettern eigentlich keinen Nenner gibt. Das ist schon, das hat mich schon ab und zu gestört. Ich glaube, das geht allen so, wo nicht vom überzeugten Single ist. Also wenn du eine Ruhe hast und wenn das Leben zu teilen hat mehr Wert, das ist wie zusammen am Berg. Und wenn du eine schwere Route kletterst am Eiger und kommst heim und bist dann allein in der Wohnung, ist es schon weniger cool, wie jemand zu Hause ist, der sich jetzt nicht interessiert hat, was du jetzt heute geklettert hast. Oder einfach so nimmt, wie du bist. Egal, ob du Erfolg hast oder nicht. Beim Simon Gittel zu Hause hängt kein einziges Bergbild, weil er sagt, zu Hause ist Familie. Wie ist es bei dir? Bei uns hat es nur Bergbild. Aber die Wohnung, ich bin bei der Freundin eingezogen, die Bilder sind alle schon gehangen. Und wir haben auch keine Familie. Okay. Bei uns ist das Bergsteigen schon noch ein großes Thema, ja. Ja, wir haben jetzt schon, also ich muss natürlich erstmal noch über den Eiger sprechen und noch über dieses North Six Projekt, aber zuerst über den Eiger. Jetzt wohnst du hier im Engadin. Vermisst du deinen Hausberg? Ja, schon zu einem Teil und ich habe auch noch Routen, die ich klettern möchte. Aber ich meine, ich bin ja eigentlich halt 4 Stunden zu fahren, 4,5, reist du. Und ich habe so viele coole Kollegen, die ich vermisse. Ja, da gibt es wirklich da die Mary und der Lucia und der Simon und der Mario und der Janik. Das sind ja wirklich Leute, Freunde geworden. Das war jetzt, wo ich vermisse. Aber ich habe mich einfach mal reingegeben in Engadin. Ich habe hier auch die Bergführungsbildung gemacht und ich fühle mich erstaunlich wohl. Und ich habe auch früher schon immer gerne, ich bin in einem Bergdorf aufgewachsen, so ein Talabschluss tut mir gut. Oder Berge. Klingt jetzt esoterisch, aber ich bin nicht super esoterisch. Aber ich spüre schon die Energie von einem Berg oder Bergtal. Wie in Interlaken ist ein Durchlauf und ist sehr touristisch und alle Jugendlichen sind immer in Action. Und ich habe mal in Grindelwald gewohnt, das hat mich auch besser angefühlt. Also fühle mich eigentlich schon im Berg viel wohler. Und es ist auch vielfach ist es kalt und frischer. Und der Winter ist super, ich bin auf den Ski aufgewachsen. Also bis jetzt geht es halt zu völligen Grenzen und zum reinen Schwerklettern hast du hier viel weniger Möglichkeiten. Aber zum Schwerklettern, wenn du so viel geklettert bist, musst du nicht stundenlang im Klettergarten oder tagelang sein. Du musst die Disziplin haben, für ein Training durchzuziehen. Und dann machst du ein paar Klimmzüge und Fingerboard und ein paar Campus und Körperspannung und dann passt das. Also das ist eigentlich schon. Der Lux, der Lifestyle, den man da hatte, war mega cool. Aber hier sind die Berge und die Leute ein bisschen anders drauf und es ist nicht alles so, man tauscht sich weniger aus, man misst sich weniger auch. Es ist weniger szenig und darum eigentlich viel gemütlicher. Und das Skifahren entdecke neu, das Skitouren gehen und das Bergell ist gewaltig. Das taugt mir voll. Das Val di Mella und Bergell ist so wildromantisch und ich bin Romantiker. Weniger bekannt, weniger populär, weniger Leute und ich glaube so, bin ich auch ready, ich muss jetzt nicht mehr so viel am Eiger sein, wie es war. Weil Eiger bist du auch ausgestellt wie einem Schaufenster, oder? Oder in vielen, im Gimmelwald und im Lehn. Und ich liebe es auch irgendwo zu klettern. Nicht, dass ich mich verstecken möchte, aber fühlt sich eigentlich fast besser an Orten zu klettern, wo nichts los ist. Hast du am Eiger auch mal negative Erfahrungen gemacht? Eiger negative Erfahrungen? Ja, meine richtig negativ. Nein. Ich hatte schon Stressmomente und Schlechtwetter. Als Bergführer bin ich in Schlechtwetter gekommen, wo es geschneit hat. Und das war super stressig, da mit dem Gast oben rauszukommen. Gipfelbiwak und andere Seilschaft geholfen, dass die Rettung kommt, wo wir im Abstieg Probleme hatten. Aber ich bin immer alleine herauf und alleine runtergekommen. Ich habe Julian Zanker verloren in der eigenen Nordwand und Giovanni Quirici kannte ich. Und das fährt einem schon ein. Ich bin an dem Tag alleine am Genfer Pfeiler eine erste Winterbegehung gemacht, eine Route. Super Tag. Und Julian ist da am Eiger mit einem anderen Freund Tobias Sutter in der Wand gewesen. Und dann fliegt die ganze Zeit der Hubschrauber.
Und am nächsten Morgen habe ich erst erfahren, dass er gestorben ist. Das sind schon Sachen, die prägen und machen nachdenklich. Weil, wo ich jung war, habe ich immer gedacht, wenn du angebunden bist, stirbst du nicht. Aber wenn du 20 oder 40 Meter stürzt, dann ist es halt wirklich, muss man sich bewusst sein, ähnlich gefährlich wie Solo-Klettern. Ja. Nein, sonst hat mit dem Eiger eigentlich schon eine gute. Der Eiger hat bis jetzt recht gnädig mit mir. Der Eiger kümmert sich auch nicht, steht unter einem Wandfuß eingemeißelt. Aber nein, ich habe super Zeiten am Eiger, viele. Die erste Eiger-Norduntersteigung und die Nordostwand und die Erstbegehungen und Christoph Heinz im Magic Mushroom und Odyssee und viele erste Wiederholungen. Und dann die La Vida Silbar mit der Nina und dem Sean war eine super coole Zeit. La Vida Silbar mit dem Sean, das sind schon. Robert die Harlin mit Thomas und Stefan, die Metanoia. Und ja, Eiger ist schon eine grosse Wiese, wo alles bietet. Aber bis jetzt haben wir hier wirklich, sind wir nicht gross aneinander geraten. Aber hast du noch Linien im Kopf, die schon auch noch gehen könnten? Zum Freiklettern? Oder die, die du einfach noch machen wollen würdest? Ja, habe ich. Logisch, die gehen auch nicht aus. Nee. Nein. Nicht? Nein, meine... Ja. Es ist einfach offensichtlich. Okay. Ja, wenn man die Wand so gut kennt. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass die grossen Linien alles sind gemacht, aber es hat noch ganz coole Felsstücke, die riesig sind, wo du unten vielleicht über die klassische Route einsteigst und oben wirklich noch super klettern kannst. Aber das interessiert auch vielleicht nur jemand, der den Berg so mag und interessiert. Also es geht dir auch nicht um irgendwelche Top-Linien, wo jetzt noch irgendwo fehlen oder so. Da wartet keine Sau drauf. Aber für mich gibt es noch wirklich ganz coole Sachen zu machen. Gibt es auch eine Tour, die du wirklich nicht nochmal machen möchtest dort? Ah, die Verhältnisse müssen passen. Nein. Der Eiger war ja auch Teil von dem North Six-Projekt. Das war dann die 52. Begehung von dir oder 53. oder? Während so. Dem North Six? Ja. Sind es 58. Ach, okay. Ja. Okay. Du hast ja quasi dieses, also du hast ja schon mal alle sechs Nordwände durchstiegen. Ja. Also Zinne, Badile, Matterhorn, Choras, Drü, Eiger. Ja. Und zwar 2008, innerhalb der ersten sechs Wochen des Jahres. Mhm. War dir das damals schon klar, so, ah, könnte man eigentlich auch irgendwie mal nochmal machen, weil es irgendwie so cool war? Oder wie kam es eigentlich zu dieser Idee, dass ihr das jetzt dieses Jahr nochmal machen wollt? Genau. Ich meine, da war es einfach so, ah, okay, die sechs Nordwände, die drei kennen wir schon, machen wir die sechs, dann machen wir die im Winter. Und das war eine coole Zeit. Das taugt mir, die Art von Bergsteigen mit einem Kollegen. Wir hatten mehr oder weniger immer Glück und Verhältnisse und haben das irgendwie gemacht. Das war für mich jetzt gar nicht so ein Highlight. Aber ich bin dann über die Jahre schon immer wieder um die Welt gereist und eigentlich habe ich viele andere Routen, die mich viel mehr beschäftigt haben. Oder wenn ich jetzt die Top 5 wählen müsste, wären die sechs Nordwände nirgends. Und ich habe zeitlang habe ich viel mit Leaves und so geklettert. Und da haben wir mal gesagt, ja, ist immer blöd auf der Webseite oder auf dem Instagram, was schreibst du jetzt? Bergsteiger, Athlet, Speaker, keine was, oder? Und bei ihr steht immer so, ja, ich schreibe dreimal Weltmeisterin, oder? Ja, das ist unfair, oder? Und dann so, ja, was sind dann die Highlights? Dann sagt sie, ja, bei mir ist ganz klar, dass ich die sechs Nordwände einfach im Winter geklettert habe, in einer kurzen Zeit. Aber für mich ist das irgendwie so gar nicht mehr auf dem Radar. Und das habe ich öfters immer wieder gehört. Das war relativ früh und bei im Winter gab es, glaube ich, ganz wenig Begehungen. Das hat sogar im italienischen Raum vor Ohren gesorgt, dass wir jetzt eine schnelle, wir sind irgendwie Nachtstunden durch die Badile im Winter. Simon und ich kannten die Tour beide nicht, bei den Greenhörner. Ja, das war die Füße dann angefroren, der Simon. Dann sind wir runter. Simon konnte nicht mehr Auto fahren, weil er eingeschlafen ist. Und, ich habe ihn dann gezwungen zu parkieren, zu parken auf Deutsch. Und dann ist er mich sofort eingeschlafen und wir sind heim nach Bern und dann an den Eiger einen Tag später und am Tag später an die Matterhorn und das eigentlich alles in fünf Tagen. Das war für uns wirklich so normal. Und wo die sechs Nordwände vor allem auch von Leaf immer so kam, war, das würde sie auch mehr gerne machen, aber sie konnte sich das nie vorstellen und gedacht, aber es hat mir Spaß gemacht. Ich mache auch gerne zu Hause Sachen, aber was ist dann das Limit? Oder ist ja immer spannend zu finden, okay, was kann man physisch leisten? Und dann kommt auch die psychische Frage. Ich meine, normalerweise steigst du in eine Nordwand ein, wenn du die Wand nicht gut kennst, steigst du zu, steigst durch, gehst nach Hause und du brauchst drei Tage und danach willst du eigentlich keine Wand einsteigen. Also wirst du mal eine Badewanne und vielleicht drei, vier Tage. Und das war schon so spannend, aber machen wir doch die einfach mal im Stück und mal schauen, ob ich da ans Limit komme und vielleicht auch in einer möglichst kurzen Zeit. Das war für mich eine ganz logische
und nicht irgendwie, vielleicht ein bisschen inspiriert war mich schon immer durch Patrick Perrault. Den habe ich auf seiner ersten Alpentraverse verfolgt und dann, wo er alle 4000 im Winter machen wurde mit Philipp Magnier. Dann habe ich auch noch getroffen im Winter am Tacküll und nachher in der Kosmikhütte haben wir zusammen, die war ein ganz kleiner Tisch, noch beim Glas Wein und so. Und für mich war das schon auch so eine Persönlichkeit. Und ich hatte es immer fasziniert, die Alpen, Austin-Mode-Traversierungen. Vielleicht auch wegen Patrick Perrault. Und genau, meine, das Projekt war für mich ziemlich logisch. Einfach machen wir halt die sechs Nordwände und wenn du es halt irgendwie sportlich machst, machst du es halt mit dem Rad und nicht mit dem E-Bike. Und das Idee ist irgendwie 4-5-jährig. Und wie klar, ich mache das mit Simon, weil wir eigentlich so gut funktionieren und auch schon von den Wänden viel zusammen gemacht haben. Wir haben auch, wir verstehen einander zwar verbal nicht, aber wir stehen uns trotzdem blind. Du weißt genau, wenn der keinen Stand hat, du weißt genau, ob der Stand gut oder schlecht ist, du weißt genau, wenn die Stimmung scheiße ist, dann kommt ein Spruch, oder? Und Galgenhumor ist eigentlich schon immer gut. Und er wollte noch ins Karakorum und dann hat er seine Nordwände gemacht, seine drei, wo ich so ganz am Rande mitbekommen habe. Und er hatte auch schon Erfahrung mit Support-Team und so. Und ihn hat das eigentlich schon mehr beeindruckt, wie anstrengend es ist, so nonstop zu klettern. Und ich hatte naiv irgendwie gedacht, ja, Mann. Ich weiß, meine Grundkondition ist sehr gut. Wenn ich nicht über das Limit gehe, kann ich endlos lange mich bewegen. Und darum hat er auch nicht so Hemmungen und Simon eigentlich mehr, weil er das mal ausgereizt hat mit Zinne, Ortler und Grossglockner. Und darum wollte Simon am Anfang nicht, das war ihm irgendwie zu anstrengend und er wusste, er muss da viel trainieren und viel radeln und ich habe ja nicht geradelt. Ich so, warum nicht? Ja. Nein, nicht. Und ja, später habe ich wieder gefragt und plötzlich gesagt, doch. Und dann kam das Projekt ins Rollen. Und das war eigentlich kein Corona-Projekt, jetzt, weil alle zu Hause bleiben müssen. Das war jetzt einfach auch in der Zeit. Aber ich habe dann schon realisiert, meine, das Radlfahren braucht so viele Stunden, dass du einfach mehrmals hintereinander 8 Stunden auf dem Rad sitzen kannst und dass dir der untere Rücken und der Hals nicht mehr wehtut und das Arsch und dass du danach auch wieder gescheit laufen und klettern kannst. Und vor allem, ja, wir wollten jetzt, das war jetzt nicht ein Speed-Tempo, aber wir haben das schon so durchgerechnet, wenn das Wetter passt. Und ich habe immer auf das schöne, stabile Wetter gehofft. Und dann wollte ich eigentlich auch nicht warten auf irgendeinen Filmer oder irgendwie logistisch. Ich wollte einfach mein Ding durchziehen und einfach voll im Flow bergsteigen, so weit ich komme und Radfahren. Und fühlt sich schon gut an, wenn du wirklich dich physisch voll austoben kannst. Einfach merkst, du kommst plötzlich extrem weit. Normalerweise bist du immer so auf einen Berg und runter. Und plötzlich merkst du eigentlich, es ist viel mehr möglich, oder? Vor allem, wenn die Stimmung gut ist und er hat ein super Team und so eigentlich immer. Schon beeindruckend auch. Ich habe mir das auch nicht so vorgestellt. Wir haben irgendwie 200 Mal telefoniert und mit Teamviewer und Frankie war gestresst, weil er 5 Vorlauftage brauchte, bis wir losgehen und plötzlich waren Sponsoren mit an Bord und plötzlich hatte man ein brauchbares Budget und plötzlich für das zu stemmen, für das Support-Team, plötzlich waren da 10 Leute und irgendwann war es mir schon ein bisschen zu viel. Ich habe gedacht, eigentlich will ich bergsteigen und klettern und nicht nur immer davon sprechen. Und das Problem, und wo ist die Kameraeinstellung, und wo isst man, und wo schläft man, und wo bekommt man das und dieses her. Genau, dann war immer so das Wetter nicht stabil. Ich wollte das im Winter machen, weil ich objektiv eigentlich sehr viel Respekt habe vor den Nordwänden, speziell Matterhorn und Jorass und Eiger. Aber wir hatten eigentlich das Frühjahr nie stabiles Wetter. Und für mich die Krux war schon ein Projekt, das so viel Zeit reservieren musst. Du eigentlich viele Athleten heute, ehrlich gesagt, sie können auf eine Expedition fahren, weil da hast du Hinreise- und Zugreiseticket. Wenn du Familie hast, sowieso, doch verständlich, aber auch sonst, wenige können in den Alpen sich auf ein Projekt konzentrieren während 2 oder 3 Monaten. Wegen x-tausend anderen Verpflichtungen. Das finde ich ab und zu auch motivierend, kriege ich das noch hin. Und der Schlüssel für das Projekt war einfach viel Zeit zu reservieren. Und alle Vorträge und alle Anverpflichtungen on hold zu halten. Das macht die Leute und ich manchmal närrisch, aber das braucht das Projekt. Aber wo wir da von der Zinne schlussendlich gestartet sind, das war auch ein bisschen der Grund, weil wir zuerst immer in Chamonix starten wollten, weil die Großen die 3 und die Jorass zuerst machen hätten wollen und auch mal loslegen, bevor man letztes Mal da einen großen Rummel macht. Die Verhältnisse waren viel schlechter. Und wir haben eigentlich immer noch so gedacht, jetzt sollte mal 2-3 Tage schön sein und dann in Chamonix sollte mal, weil die sind ja immer am Bergsteigen. Also in Chamonix ist ja nicht so wie am Eiger oder im Matterhorn. Also das sind so viele Jungs und Mädels, die sind da in ihrem Bus. Wenn das Wetter gut ist, die sind am Bergsteigen, egal wie die Verhältnisse sind. Und in Chamonix war nie jemand am Bergsteigen. Und wir hatten jetzt abgemacht und das Wetter das Jahr war anders. Und wir haben immer eine 10-Tages-Prognose geschaut. Und 10 Tage war immer schlecht. Bis wir auch gecheckt haben, unter anderem auch wegen meiner Freundin Bettina, gesagt, du Jungs, ihr müsst einfach mal die 5 Tage Vorlaufzeit von Frankie, das funktioniert nicht.
also wenn ihr 4-5 Tage gut habt, ihr müsst auch mal los. Und das ist wirklich so, das Wetter hat sich dann immer noch geändert. Und das stabile Wetterfenster, das ich im Kopf habe, brauchten wir schlussendlich auch nicht, oder hatten Glück, dass wir es nicht brauchten. Aber es wäre schon mein Wunschdenken gewesen, ein stabiles Wetter zu haben, wo dann bei uns hat es auch zweimal geschneit. Aber schlussendlich war das schon ein Mammutprojekt mit dem ganzen Drumherum, wo mir natürlich am Anfang nicht bewusst war. War es anstrengend? Ja und nein, es gab eine super Energie, weil kommen wir von der Zinne runter und plötzlich sagen Simon und ich, wir gehen jetzt los. Und Frankie ist noch nicht gepackt und hat noch nicht alles beieinander und Essen. Und gesagt, wenn er das Anfangsinterview nicht hatte, dann dreht er uns den Kopf und sagt, ja Frankie, jetzt... Und irgendwie waren trotzdem morgen um 3 Uhr alle auf dem Parkplatz. Und dann kamen wir von der Zinne runter, irgendwie nach 2-3 Stunden oder 4 Stunden mit dem Abstieg sicher. Und das war irgendwie morgen um 9:30. Und da waren 5 Autos mit einem Verpflegungstisch, mit einem Massagetisch, mit, so wie du an grossen Ultra-Races siehst für die Topläufer, oder? Ich dachte, hallo? Das ist mir gar nicht wohl. Das alles wegen mir? Das war mir so unangenehm. Aber dann plötzlich haben sich die Leute am Anfang noch nicht gekannt und besser gekannt. Und es kam eine coole Stimmung auf. Der René, der Masseur, war mega drauf. Und Simon, sein Vater und all die Filmer, Severin, John und Nico und Frankie und Christoph natürlich auch. Und alle haben so füreinander, für uns, alles gegeben. Und irgendwann kam auch die Müdigkeit, dass wir das annehmen konnten. Und dann merkst du, die Jungs sind so hinter dir. Und der Kari mit dem Radl, der Senior, mit dem ich mal die eigene Nordwand, dass eigentlich so eine Energie gab, einen guten Teamspirit, dass nie die Stimmung am Boden war oder die Müdigkeit hat immer irgendwie mit der Stimmung das wieder weggemacht. Also bin nach Chamonix angekommen, direkt nach der Matterhorn, da waren wir müde, aber da hat es gleich mal geregnet und geschneit. Und dann bei den schlechten Verhältnissen durch die 3 und am nächsten Tag gleich an die Showrast merkst du schon, okay, die Oberschenkel sind schon müde, oder es ist schon... Aber auch da hatten wir das Glück mit Severin und der Janik, die uns mit begleitet haben. Und das war wieder eine super Stimmung. Und alle zu viert auf dem Gipfel. Und alle waren noch da. Also alle hätten dann die Hälfte oder 2/3 wäre dann weggebrochen. Waren am Simon sein Vater da gewesen. Es war für mich schon auch irgendwo der Moment, wow, ich möchte jetzt auch auf den Gipfel bei den mäßigen Verhältnissen, weil sie noch alle da sind. Ich kann es ein bisschen was zurückgeben. Also, das ist cool, wenn sie sehen, wir haben es alle geschafft. Oder am Abend, morgen um 2 gibt es noch Pasta. Und Frankie kommt mit der Stirnlampe und John entgegen mit Schoki und Cola, wo wir von der Choras runterkommen. Und Simon, sein Vater, hat schon Pasta gekocht. Und bis zum Morgen um 3-4 Uhr sind wir noch am Bier trinken gewesen. Schon dann so ein Happy End habe ich noch nie erlebt, dass so viele Leute wirklich für dich da sind. Und dann auch mit Simon, weißt du, über die ganze Projektzeit und dann gemeinsam auf dem Gipfel. Und dann kommt Frankie noch und hat endlich seinen Hubschrauberflug und merkst auch, da ist ja Frankie da. Und schon. Und dann war es wirklich das erste Mal so emotional, es ist mir fast eine Träne gekommen. Oder? Wir haben wirklich für das gefeiten und hatten jetzt das Glück. Und du wirst so getragen. Also normalerweise bist du auf einem exponierten Gipfel alleine und musst einen Abstieg machen. Da sind keine Emotionen da. Du hast es geschafft, aber jetzt geht es weiter. Aber wenn natürlich der Janik und der Severin und der Frankie noch in der Luft da war und eigentlich für uns das so den Moment noch intensiver gemacht haben, weil das ist sicher der intensivste Gipfelmoment. Du warst auch gar nicht bewusst, wie viel Glück du haben musst, dass alles geht und niemand irgendwie Knieschmerzen hat, keiner Misstritt macht, keine Landung schief geht, kein Steinschlag, kein Eisschlag, kein Ausrutschen während der Nacht über den Mittelleggigrad, über den Hörnligrad und... Ja, wir sind an dem Tag durch die Matterhorn Nordwand geklettert. Da sind die Bergführer haben auf der Solway-Hütte gedreht. Also wir haben die einzigen Spuren, sie kamen von oben runter. Also die Verhältnisse waren schon richtig mies. Das war schon, da hatten schon auch das eine oder andere an Glück. Und das war wirklich ein mega Highlight. Vor allem so vom Team. Das ist wieder das, je mehr Leute was tragen, wenn es dann gelingt, es wertet es auf, wieder da alleine auf dem Gipfel zu stehen. Sicher auch schön, aber sicher nicht ganz für mich so intensiv wie so. Das ganze Team dahinter, das möglich gemacht hat. Allein hätten wir das ja auch nicht gemacht. Das heißt, der Stress, der am Anfang da war, der ist dann verflogen. Also der Stress, der so ein großes Team mit sich bringt. Ja, definitiv. Und dann die Müdigkeit hat er schnell weggemacht. Wenn du müde bist, wirst du weniger stressig. Das ist ja einfach. Also wir sind ja auch gefühlte Tag und Nacht unterwegs gewesen. So fest ich Simon mag und liebe, Simon ist natürlich auch ein
super Schlitzohr. Wenn er aus dem Südtirol rausgeht und kein italienisches Netz mehr hat, dann ist er nur noch ab und zu auf dem Handy erreichbar. Und ich habe da natürlich selber mein Verschulden, ich bin immer erreichbar. Und hatte natürlich schon immer mit Frankie und der Crew, war ich der, der Kontakt hatte. Und das ist das, was ab und zu anstrengend wird. Du machst dann noch ein Mitdenken und du machst Telefonate während dem Radl fahren oder sogar am Berg, dann Simon ist fein raus. Er hat erst wieder auf die Show, als hat er wieder ein italienisches Netz, wo das Projekt vorbei war. Aber man hätte ja auch so machen können. Aber das macht er gut. Das heißt, es war vielleicht nicht das letzte Mal, dass ihr so eine große Team-Supported-Aktion gemacht habt? Oder ist jetzt erstmal wieder Zeit für allein am Berg? Keine Ahnung. Nein. Ich mache alles, was mir taugt, eines nach dem anderen. Und dann ist es jetzt nicht irgendwie ein Trend, wo ich denke, wow, das ist jetzt mega cool, das ist auch mega anstrengend mit so vielen Leuten. Und das war uns auch nicht bewusst, war auch nicht so die Idee. Nein, ich meine, was klar ist, immer je grösser und komplexer das Projekt ist, desto anstrengender wird die Organisation und anstrengender wird das Training. Und du brauchst ein Dossier, das du Sponsoren bekommst. Und das Dossier geht in die Community und die Szene und du lehnst dich halt aus dem Fenster. Und wenn du in den Wald reinrufst, musst du auch eine Antwort geben. Und eigentlich ist es cooler, du bist einfach zu Hause und sagst den Sponsoren, ja, ich mache sowieso wieder jedes Jahr irgendwas, wenn es dann passt. Und wenn die Verhältnisse super sind, hast du die 2-3 Projekte und legst los und dann kommunizierst du, das ist schon die einfachere Sache. Aber wenn du wirklich größere Sachen machen musst, wo vielleicht auch dokumentiert werden sollen, dann ist das halt der Weg. Und wenn dass du mehr investierst und wenn es klappt, kommt auch mehr zurück. Das habe ich schon nachgesehen, oder? Ich habe viele schwere Routen spontan gemacht. Da gab es ein paar Bilder, vielleicht den Instagram-Post und das war's. Und die hätte man eigentlich hätten die viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Und das ist als Athlet auch offen, so musst du schauen, dass es wirklich auch für dich wertig ist, dass du auch das nach außen. Oder dass das, wenn das alpintechnisch Hand und Fuß hat, sollte ja auch außen sein und eigentlich nicht kleine Projekte, weil ein Fotograf da ist, wo groß gemacht werden. Das ist ja der völlig falsche Ansatz. Aber grosse Sachen, Projekte mit grossem Team, muss ich nicht sagen, dass ich jetzt da eine denke, dass wir sie jedes Jahr machen. Nein, eigentlich ist es schon cool, einfach mit einem Kollegen loszuziehen auf Patagonien oder ins Himalaya. Und der eine oder andere kann noch die GoPro bedienen und das muss dann reichen. Nein, ist schon schön. Und es ist schon auch so, je schwerer alpin, vor allem auch noch im Ausland, Himalaya, nicht generell, aber je mehr gutes Filmmaterial du nach Hause bringst, desto weniger ernsthaft war die Tour. Ja, meine, wenn du die wildesten Touren siehst, hast du ein Stevie House auf dem Gipfel von Nanga Parbat. Das ist dann. Und das sagt dann die ganze Geschichte. Super Wandfootage hast und einen Fotograf, der überall filmen kann, dann war es einfach nicht am Limit. Wenn es am Limit ist, dann bist du 2 Jungs und schaust das Handy in der Batterie behalten für ein Notsignal oder das Innere. Stört dich das, wenn andere so nicht so ganz große Touren aufblasen, medial? Nein, mich stört es, wenn man persönlich angegriffen will, für wenn man denkt, es ist Neid oder es ist nicht. Vielleicht hat es mich früher ab und zu, hat es mich vielleicht ein bisschen gestört. Aber ich habe wirklich auch viel gelernt und gesagt, lass jeden machen und jeder muss für sich so kommunizieren, wie es für ihn stimmt. Du musst nicht urteilen und richten, man hat selber so viel zu tun und für sich zu schauen und niemand ist perfekt. Und jeder macht es so, wie es für ihn stimmt und jeder haben ihre Partner und Zeilpartner, mit denen, für die das stimmt. Ich bin schon wirklich sehr, ich glaube an das Gute und an die Gerechtigkeit. Also, wenn eben etwas gar nicht stimmt, also Lügen überleben eigentlich nie. Sonst ist es ein Armer, der mit den Lügen leben muss. Oder Lügen. Ich meine, das eine ist ja Instagram brutal heikel, finde ich. Wir haben als Athleten die Verantwortung, die ganze Geschichte zu schreiben. Und nicht, dass Insider nachfragen müssen für Details, wo dann die Geschichte nicht mehr so gut ausschauen lassen. Das ist so ein Credo, wo ich mir auf die Fahnenstange geschrieben habe. Und sonst kannst du eigentlich immer das beste Foto, wo du gerade am besten kletterst, publizieren. Und dann schaut das der Rest immer super drauf. Aber du musst, das ist nie so auf eine lange Tour. Ein, zwei Mal schaust du nicht gut aus. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe. Sonst wird es für mich Show. Das gibt Leute, die machen dann für sich auch die Entscheidung, okay, ich publiziere nur die Sonnenseiten von der Klettertour. Das andere lasse ich mal weg. Und das finde ich für mich nicht stimmig. Vor allem blasst man den Druck auch künstlich auf Leute, die es nicht einschätzen oder Junge so aus, wo sie sich einfach verrennen, wo gar nicht das der Wahrheit entspricht. Aber da hat man eine Verantwortung als Athlet. Und auch mal die Schwächen zu zeigen. Und keiner ist ein Superman. Und die Leute was lernen zu haben und teillassen und
Instagram ist ja ein bisschen voll von coolen Insta-360-Videos, wo einfach, aber alle sehen ja gleich aus. Also es hat irgendwie, die geben zwar nach wie vor die meisten Likes, aber es hat kein Fleisch am Knochen und es ist irgendwie, irgendwann wird es relativ schnell langweilig. Und wenig Leute schreiben was Cooles und was Lernbares und was Echtes. Es ist so zum Wegwischen alles, vieles. Ein paar Leute machen schon wirklich coole Sachen und authentische Posts und gute Texte und wissen was, überlegen sich was. Da muss ich jetzt auch an eure My Alpine Lesson denken. Da denke ich jetzt an die Barbara. Stimmt, Fiedl. Ja. Genau. Oder? Und die Raffaella hat da ja, glaube ich, auch mitgemacht. Ja, der Rollo. Wir waren in Patagonien vor 2 Jahren und haben über Social Media oft diskutiert und hier und her gesagt, das ist schon eigentlich die Verantwortung, wie gesagt, die ganze Story zu erzählen, aber auch mal was zurückzugeben, was man lernen kann und so. Und was man auch proaktiv, konstruktiv draus ziehen kann, wie nur immer Sonnenseiten zu posten. Und da haben wir die MyAlpineLesson miteinander erfunden, den Hashtag. Das ist ja schon so, dass die Idee ist, dass man auch mal schreibt, wenn was nicht gut ging oder was man anders machen würde oder wo man einen Fastunfall gehabt hätte. Oder? Und das finde ich, dass also Social Media hat auch in dem Sinn auch sehr viel Möglichkeiten und Gutes, weil die Fehlerkultur ist ja nicht riesig. Das ist ja oft ist das sehr heroisch, egal ob Frau oder Mann. Und das ist ein wichtiger Ansatz, wo vielleicht auch viele junge und ältere Leute sagen, okay, doch, ich folge halt denen, wo nicht nur Selbstdarsteller sind im besten Licht, sondern auch mal sagen, was kann ich daraus lernen oder was ging nicht so gut. Das ist ja nicht die Wahrheit. Jeder Mensch hat und macht Fehler. Und man steht da oft nicht so dazu, aus Angst oder weiß auch nicht was. Aber es können auch viele Unfälle oder Fastunfälle verhindert werden. Ich meine, es war ein bisschen so vor 20 Jahren, als ich die Bergfloßbilder gemacht habe. Es ging dann gut. Und am Abend war es vergessen, man hat auch einen Schnaps getrunken und erst nach ging es weiter. Aber dass Klassenlehrer oder Bergführer zu Fehlern stehen und selbstkritisch herstehen, war vor 20 Jahren noch nicht vorhanden. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit reif, dass man wirklich auch mal selbstkritisch hersteht. Und auch als bekannter Bergsteiger sagt, hey, man hat einen Fehler gemacht, macht das vielleicht anders. Oder schaut mal den Wind an, bevor ihr in eigenen Nordland einsteigt. Mein Simon auch aus der eigenen Nordland eingestiegen in einem Winter. Und da war 60 km/h Wind im Januar, das war saugefährlich. Und im Grindelwald war es super mild, cooles Winterwetter, oder? Und es sind viele Junge in den letzten 2-3 Jahren auch am Mönch und Eiger ums Leben gekommen, weil es in den Sturm kam. Das Wetter war gut, aber der Föhn hat jeder ignoriert. Jetzt hast du schon mehrmals angedeutet, dass du schon auch kritisiert wirst. Wirst du inzwischen weniger kritisiert oder ist es immer noch gleich viel? Ich glaube, ich bin ein bisschen traumatisiert. Ich glaube, ich werde nicht so viel kritisieren. Als Junger, wo ich mal als Bergführer dann endlich die Gelegenheit hatte, dass ich so ein bisschen Geld bekomme, dass ich nicht mehr jeden Bergführerjob nachrennen muss, da gab es mal eine Webseite und dann plötzlich, was schreibst du? Ja, wieder das blöde Thema, professionell Alpinist oder Alpinist, da schreibst du professionell nicht oder so. Ah, jetzt ist er Profi, oder? Und das wurde natürlich schon. Ich glaube, zum Teil meinen es die Leute auch nicht gut, aber die Sprüche. Oder ja, jetzt klettert er eben nur noch 8 da. Oder die Leute schauen jetzt, ja, jetzt kommt sein Projekt einfach hoch, weil jetzt die Webseite da ist und er einen Sponsoring-Vertrag hat und er committet. Und es gab ab und zu halt noch so einen Spruch. Und auch von Leuten sind mir extrem nahe gestanden und zu denen habe ich hochgeschaut. Und die haben den Weg nicht eingeschlagen oder sind auch Bergführer gewesen und so. Und da war ich auch schon extrem dünnhäutig und bin es immer noch, aber ein bisschen weniger. Und ich glaube, das ist extrem weniger geworden. Und ich glaube, das ist mehr von früher, dass ich gemerkt habe, du bist schon exponierter, wenn du Athlet bist. Wie einfach überall in der Kletterhalle, im Klettergarten. Dann gibt es halt Bilder, die schauen aus, wie ich extrem schwer klettere. Dabei ist es trotzdem nur 8A oder halt mal 8C, wo ich extrem lang einsteigen will, muss. Und dann bin ich muskulös und dann schaut das aus wie 9A, oder? Aber ich klettere halt nicht 9A. Ja, ich bin halt ein 8A-Kletterer oder ein stabiler 7A-Kletterer. Weltweit gesehen, wenn ich jetzt on-site sagen müsste, was ich klettere. 7A müsste fast überall in jedem Gestein irgendwie hergehen, on-site. Dann denken die alle, der klettert immer solide 8B. Und das gibt halt, glaube ich, so, ja. Aber ich glaube, das ist ja überall. Ich meine, in der Medizinwelt ist es ja nicht anders. Das ist ja ein riesen Haifischbecken in jedem Spital. Und da braucht auch ein bisschen gute Leute, die ab und zu ein bisschen unter die Arme nehmen und unterstützen und ein Mentoring geben. Und ich bin wirklich recht sensibel und habe sicher nicht von dem her den perfekten Job für mich gewählt. Also ich war mir schon nicht so bewusst, dass du die Kritik auch an dir abprallen lassen musst. Und oft ist es ja nur ein Lob in Aussage von einem Neid. Das Lob können sie nicht aussprechen, sagen sie halt mal das aus, was sie dann besser aussehen lässt. Was ich mitbekomme, und ich bin schon offenhörig,
Kritik ist sehr überschaubar. Andere sind so kleine Mikrokriege, wo man eigentlich einfach überstehen muss. Wie in jedem kleinen Tal. Leben und leben lassen. Jetzt habe ich dich vorher schon gefragt, wie du im Vergleich zu dem Roger von vor 20 Jahren warst. Wie würdest du dir wünschen, eine sehr persönliche Frage, wie würdest du dir wünschen, dass der Roger in vielleicht 5 Jahren ist, was er noch gelernt hat vielleicht oder was er, wie er ist, was er kann, was er tut? Gut, mein so ein Leitspruch ist schon weniger ist mehr und halt die Qualität da wirklich hochzusetzen und danach wirklich entspannen zu können. Wirklich noch innerlich mehr Ruhe zu haben und mehr Gelassenheit. Und auch mehr so Selbstvertrauen. Ich habe schon Selbstvertrauen für mich, aber an der Öffentlichkeit bin ich nicht immer so selbstbewusst, wie ich vielleicht wie mir gut täte. Ich glaube, ich darf ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben, was ich erreicht habe. Und ich habe mich auch immer recht bescheiden gesehen, weil wenn ich Oliana war, bist du mit 18 bei den Aufwärmrouten von den Besten. Und wenn ich mit Uli Steck unterwegs war, bist du auch im Trailrunning-Bereich, halt im Aufwärmbereich. Also ich habe halt immer so mit den Besten das mitbekommen und darum hast du auch nie so gecheckt, dass du wirklich in einem kompletten Ding auch top bist. Aber nein, ich glaube, die innere Ruhe, die Gelassenheit und vielleicht auch mehr einfach so das Gute zu sehen und sich nicht stressen lassen, einfach dankbar zu sein, was man machen darf, Gesundheit, weiter am Berg sein zu dürfen, gute Freunde, gut pflegen, mal Zeit zu haben und vielleicht nicht immer jeden Tag was machen zu müssen. Und ich meine, ich habe brutal gerne Kinder, wenn es irgendwie ein Kind gäbe. Ich könnte mir schon vorstellen, da mich auch zu investieren. Aber es ist nicht so, dass mein Leben nicht okay wäre ohne Familie. Da habe ich jetzt auch genug Lebenserfahrung. Aber für mich ist das etwas sehr, ich bin in einer gesunden, gut funktionierenden Familie aufgewachsen. Das ist nicht ein Lebenssinn, aber oder hatte lange das Gefühl, aber für mich ist etwas vom Logischsten, Natürlichsten. Auch wenn viele sagen, das Beste, was die Umwelt machen kann, ist kein Kind. Aber irgendwie ist es so, logisch und ein bisschen das Weitergeben. Nicht, dass ich irgendwie in der Form weiter existieren muss, aber ich meine, ich habe auch das Geschenk bekommen, zu leben. Und wenn jemand das Geschenk hat, zu leben und vielleicht auch ein Privileg hat, muss ja nicht fast alles machen zu können, was es will, wenn es gesund ist, von Sport oder Nicht-Sport oder von Handwerk bis Studium, das ist schon. Ich glaube, wenn man älter ist, so ein junger Mensch, ich glaube schon, dass man mehr so sozialer wird und weniger leistungsorientiert. Jetzt hast du mir meine letzte Frage vorweggenommen. Eigentlich. Meine letzte Frage ist immer, was willst du noch lernen? Aber das haben wir ja jetzt eigentlich schon beantwortet. Andere Frage, wen würdest du gerne mal treffen? Mit wem würdest du gerne mal in Ruhe und dich unterhalten? Leute, wo ich nicht... Meine Roger Federer finde ich irgendwie ein cooler Typ, aber den kenne ich nicht und ich respektiere alle Leute gleich. Also ob das jetzt ein Roger Federer ist oder ein Roger, der völlig unbekannt ist. Und ich habe auch nicht so Idole. Das gibt es für mich, glaube ich, nicht. Mich interessieren, also ja, meine, mit dir zu sprechen und dich kennenzulernen, ich höre dir jetzt schon lange zu, das ist jetzt vielleicht so ein Wunsch gewesen, wo mir taugt, ah doch, mit Erika mal zu sprechen und ich stelle coole Fragen und ich bin kompetent. Mit den Leuten, die ich sprechen will, mit denen spreche ich. Ich finde sowieso, wir sollten jetzt hier aufhören, weil das ist natürlich der schönste Schlusssatz überhaupt. Tipptopp. Roger, alles andere im zweiten Teil. Gut. Okay, danke für das Gespräch. Bitte, gerne. Mehr Informationen zum North Six Projekt gibt es in Folge 49. Dort habe ich mich mit Kameramann Frank Kretschmann wenige Tage nach seiner Rückkehr über das Projekt unterhalten. Simon Gietl war übrigens auch schon da, das war Folge 34, genauso wie Thomas Huber, 39, und Alex Huber in Folge 50. Die Links gibt es jeweils in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.